Hallo und herzlich willkommen zu Evolve Eevee. Ich glaube, das ist jetzt heute der finale Part, zumindest ist es der finale Kampf gegen die dritte und letzte Evoli-Entwicklung, und zwar Flamara. Und ich würde sagen, wir fangen direkt mit dem Kampf an. Okay, Evoli, bist du ready? Bist du bereit, gegen Flamara zu kämpfen? Das ist das letzte. Hey, Flamara, du bist das Einzige zwischen mir und das Einzige, was zwischen mir und meinem Ziel steht. Lass uns kämpfen. Na dann, gucken wir mal. Es ist nur Level 27. Nein, ich dachte, das wäre viel krasser. Okay. Ich habe das Gefühl, ich habe etwas übertrieben gelevelt. Wusste ich nicht. Das hätte ich auch letzte... Naja. Na gut. Vielleicht kommt ja noch was. Irgendwas muss ja jetzt am Ende noch mit den Steinen passieren. Es kann einfach Aurora... Hä? Kann das Aurora-Strahl? Aber es ist doch ein Flamara. Es ist ein Feuer-Pokémon. Okay, verwirrend. Und Evoli hat es ganz allein besiegt. Flamara besiegt. Feuerstein gefunden. Okay, wo gehen wir jetzt hin? Wir müssen jemanden finden, dem wir erzählen können, wie toll ich bin. Der Evolution-Mann ist vielleicht die wichtigste Person in Mycion. Aber er reist immer. Er ist vielleicht gerade zu Hause. Er lebt in Evolution. Die Stadt, das ist mir noch gar nicht aufgefallen, dass die Evolution wie Evolution heißt. Oh Mann. Er lebt in Evolution City, richtig? Town, richtig? Wenn er reist, dann trifft er viele Leute. Er wäre die beste Person. Er kann es allen erzählen. Wo geht's denn da oben hin? Guck jetzt erst, wo es da oben hingeht. Himmelsrote. Okay. Wo führt denn die hin? Vielleicht müssen wir die später machen, wenn ich das dem Evolution-Mann erzählt habe. Wiedersehen. Ich bin da mal weg. Ich glaube, die kommt bestimmt danach. Wir erledigen jetzt zuerst mal das, dass jeder erfährt, wie krass Evolis sind. Dass kein Evoli jemals wieder unterschätzt wird. Wobei wir das ja jetzt alle schon in Let's Go Evoli gelernt haben, wie krass Evoli sind. Das würde dem Evoli gefallen, dass es ein ganzes Pokémon-Spiel gibt, in dem es nur um das Evoli geht, im Prinzip. Das fände das Evoli sicher schön. Oh, die Bären sind nachgewachsen. Oder habe ich die noch nicht eingesammelt? Keine Ahnung. Lass uns nicht dort runtergehen. Die Polizeiwache wird uns... Ach, stimmt. Wir sind ja durch einen geheimen Pfad hier reingekommen, richtig. Ich dachte, ich gehe den offiziellen Weg raus, aber... Wo ist der geheime Weg hin? War der nicht hier? Oh, okay. Versteckt, er ist ja geheim. Klar. Das ist bestimmt auch versteckt, wenn man es aus Ego-Perspektive sehen würde und nicht nur so von oben, wie ich es gerade sehe. Ja, ja. Das ist auch so versteckt. Oh, diese Treppen, dass ich da die ganze Zeit hin und her laufen muss. Das ist gemein. Voll viel Arbeit. Nee, du. Du mit deiner großen roten Nase. So sehe ich übrigens im Sommer auch aus. Weil ich leider Heuschnupfen habe. So, ich sehe aus wie dieses Pokémon im Sommer, wenn die Pollen fliegen. Ist das nicht nett? Es ist leider die Wahrheit. Gegen dich möchte ich aber trotzdem immer noch nicht mit meinem Evoli kämpfen, wenn das okay ist. Warum habe ich jetzt so viel krasses Zeug gekriegt? Ich hätte doch... Allein mit dem Skorkler hätte ich doch das Flamara besiegen können. Dafür hätte ich ja nicht mal ein geleveltes Evoli oder sonst was gelevelt gebraucht. Flamara war viel zu einfach, habe ich das Gefühl. Oh, ich würde mal bitte gerne weiter als 3 Schritte laufen. Ist das möglich, wilde Pokémon? Könnten wir das bitte machen? Oh, ich bin durch die Höhle durch, ohne noch was. Oh Mann, ich will keinen wilden Pokémon begegnen. Nein! Da ist eins. Das ist schon wieder ein Dummiesel. Hallo, Dummiesel.
Darf ich in einem Pokémon-Spiel auch als Dumise spielen? Außer in einem Mystery Dungeon, wo man eh jedes Pokémon spielen kann. Schauen wir mal. So. Ich glaube nach links. Ja, war richtig. Jetzt bin ich wieder hier in der Höhle. Oh, das war ein Stein, gegen den ich gelaufen bin. Warum bin ich hier oben raus? Egal. Das ist ja kein so großer Unterschied. Ich habe das Gefühl, hier komme ich sogar besser runter, weil nicht so viel Gras im Weg ist. Ja, und da bin ich freiwillig durch Gras durchgelaufen. So, ich werde mal... Ich glaube, ich habe noch gar nicht gespeichert, seit ich das besiegt habe. Das mache ich mal lieber. Der wohnt... hier. Oh, ich glaube, er ist zu Hause. Evolution, Mann. Oh, was haben wir denn hier? Ein Evoli. Was tust du denn in dieser Stadt? Ich nehme die Evolutionssteine heraus. Oh, wow. Du hast 3 Entwicklungssteine gesammelt. Das ist ganz schön... Das ist aber eine Überraschung. Ich nehme an, du hast die Evolution besiegt, nicht wahr? Du nickst. Das bedeutet, du bist ein sehr mächtiges Pokémon. Du weißt, ein Pokémon, so wie du, wäre sehr hilfreich. Weißt du, ich habe, manchmal Schwierigkeiten auf meinen Abenteuern. Ich werde ständig von Dieben angegriffen. Sie möchten meine Pokémon stehlen. Ich verliere immer. Und dann werden meine Pokémon geklaut. Och nein, fies. Ich habe nur 2 Pokémon übrig. Und mit diesen werde ich gegen dich kämpfen. Und ich werde dich fangen. Schon wieder einer, der gegen mich kämpfen will. Nein. Gut. Was halt auch. Er hat noch mehr Evoli-Entwicklung. Fies. Ach, Mann. Nein, ich wollte nicht fliehen. Wobei eigentlich tief in meinem Inneren wollte ich fliehen. Schon richtig. Boah, wie viel Schaden. Das hatten wir mit einem Psystrahl die Hälfte abgezogen. Oh, schön. Und es hat mich auch vergiftet. Stimmt. Synchro. Da war ja was. Na toll. Ich bin nicht schneller. Also mache ich mit einem Ruckzuckhieb so viel Schaden wie möglich. Oh. Das war nicht viel Schaden. Warum setzt das jetzt nicht nochmal... Hätte ich das gewusst, hätte ich nicht Ruckzuckhieb eingesetzt. Was setzt er denn nicht nochmal seinen Psystrahl ein? Ist er doof? Ich glaube schon. Na toll. Mal setze ich aber nochmal ruckzuck ein. Weil noch ein Angriff überlebt. Evoli glaube ich nicht. Nee, Psystrahl. Okay. Damit habe ich nicht gerechnet, dass er jetzt noch 2 Evoli-Entwicklungen hat. Nehmen wir das. Ich denke, das sollte jetzt aber auch nicht mehr viel fehlen. Warum macht das eine normale Attacke auf mein Boden-Pokémon? Ist er doof? Wie kann er eigentlich verlieren, wenn er Psyana und Nachtara dabei hat? Also das Nachtara wusste ich ja gerade noch nicht, aber jetzt weiß ich es ja. Wie kann er denn damit verlieren? Was ist los mit ihm? Wir machen mal Akrobatics. Oh. Aber er macht mir auch nicht wirklich viel Schaden, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Wie viel Schaden mache ich damit? Oh. Stimmt, das hat ja eine hohe Chance zu critten. Das macht mir zum Glück auch nicht wirklich viel Schaden. Ich weiß, dass ich mit der Attacke, mit der U-Turn, mit der Kehrtwende wäre ich effektiv. Oh nein. Na toll, Genauigkeit gesenkt. Das ist nervig. Und Verteidigung gesenkt. Ich glaube, ich möchte hier raus. Wie viel Schaden macht die Kehrtwende? Okay. Dann Rotom. Rotom hat zwar Probleme mit Unlichtattacken, aber ich konnte da ja meinen Skorgler nicht drin lassen. Das war ja inzwischen so geschwächt. So, ich bin schneller. Reicht das? Ja, nein. So knapp reicht das nicht. Und jetzt hat er Synchro. Fies. Oh nein. Wie hoch sind denn jetzt meine Chancen, dass ich noch treffe? Paralysiert und
Genauigkeit gesenkt. Und er hat einfach mit einem KP nur überlebt. Das ist so traurig. Das ist doch echt nicht fair, oder? Wenn wir mal ganz ehrlich sind. Jetzt natürlich treffe ich jetzt nicht mehr. Also die Kombination Paralyse und Genauigkeit senken, die ist schon kacke. Nee, ich habe keine Chance. Ja, mach mich doch endlich down. Dankeschön. Hast du dir aber Zeit gelassen. Mann. Das war gemein. So ein Donnerblitz paralysiert auch normalerweise nicht. Das ist richtig fies. Also mal ganz ehrlich. Sag tschüss nach Tara. Und Level up. Evoli hat gewonnen. Er macht Gur. Was ist er, eine Taube? Du bist ein sehr starkes Pokémon. Du konntest sogar meine geliebten Pokémon besiegen. Ich werde sie stärken. Ich werde kommen und dich finden. Du kannst vor mir weglaufen, Evoli, aber du kannst dich nicht verstecken. Okay. Oh, bin ich fertig? Heißt das, ich bin... Hey, Evoli, Dings für Fifien. Oh, ich weiß immer noch nicht, wie es heißt. Mann. Warum fällt mir sein Name nicht mehr ein? Hat nach dir gesucht. Er klang nicht gerade fröhlich. Pass bloß auf. Sind meine Pokémon jetzt alle wieder geheilt? Nein, natürlich nicht. Was, wenn der jetzt gegen mich kämpfen will? Ja, aber was, wenn der jetzt gegen mich kämpfen will? Schau mal, so groß und mächtig. Willst du etwa angeben? Ich werde dich fertig machen. Ich wusste, dass er gegen mich kämpfen will. Hör auf zu knurren. Was soll das? Mann. So, wenigstens bin ich effektiv damit. Dass ich mein Pokémon nicht mal heilen konnte. Dass die nicht automatisch geheilt worden sind. Wie gemein. So, das geschieht dir recht. Es tut mir leid, Evoli. Ich wollte dich nicht stören. Hab noch viel Spaß auf deiner nächsten Reise. Auch das aber nett von ihm. Die sagen aber auch alle nichts anderes. Na gut. Oh, was macht denn der jetzt da unten? Bist du hier runtergekommen? Nee, die sagen alle das Gleiche. Ja. Pokémon Center. Heißt das, ich bin fertig? Ich glaube, ich bin fertig. Sieht so aus, oder? Ja. Keine Ahnung. Ich glaube aber, das war's mit der Story hier. Erstmal weglaufen. Ich fand das schön. Es ist immer entspannend, sowas zu machen, was halt nur relativ kurz ist. Das wird nicht so mega langweilig zwischendurch, wie so. Also längere Pokémon-Projekte werden halt zwischendurch manchmal so ein bisschen langweilig, habe ich das Gefühl, auch für mich zum Spielen. Und das ist bei diesen kurzen Projekten eigentlich nicht der Fall. Deswegen finde ich die immer ganz cool zwischendurch. Und auf Wiedersehen. Ja. Guck mal, ob der Evolutionmann wieder da ist oder so. Pff, keine Ahnung. Ne, jetzt ist wieder zu. Die Tür ist wieder zu. Er ist wahrscheinlich weggelaufen. Okay. Ja, ich glaube, das war's jetzt tatsächlich. Okay, cool. Wenn es das jetzt war, dann war das die finale Folge. Was auch immer. Ja, cool. Leute, ich würde sagen, wir sehen uns die Tage wieder bei einem anderen Video von mir. Bis dahin, macht es gut. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr von solchen Fangames haltet, die halt nur ein bisschen kürzer sind, so ein bisschen was an Abwechslung zwischendurch. Ja. Ansonsten war's das. Bis zum nächsten Mal und tschüss.